Hey Leute, über die vergangenen Jahre haben wir uns schon so manchen verstörenden Ort angeschaut. In diesem Video möchte ich die 10 schlimmsten davon nochmal zusammenfassen. Da YouTube konsequent Videos nicht an Abonnenten herausschickt, wäre es cool, wenn ihr die Glocke unter diesem Video aktiviert oder mir bei Instagram folgt, um nichts mehr zu verpassen. Ich heiße dort MultiCreepyPasta. Aber starten wir. Nummer 10. Das ist ein trostloser Friedhof. In Guatemala City haben sie keinen Platz mehr für ihre Toten. Und wenn man sie nicht mehr in der Erde begraben kann, dann baut man sie in die Höhe. Die Gräber des La Verberna Friedhofs sind eine echte Totenstadt, wo im Laufe der Jahre Gräber übereinander gestapelt wurden, um Platz zu sparen. In den Gassen und entlang der Straßen haben Leute allerlei Geschäfte und Buden eröffnet, um ihre Waren den Familien der Toten anzubieten, die Partys vor den Gräbern und örtliche Bands dafür bezahlen, Musik zu machen. Das Gruseligste daran ist jedoch, dass die Familien nach 6 Jahren eine Miete von $24 pro Jahr zahlen müssen. Und wenn sie nicht zahlen, brechen Leute die Gräber auf und räumen die Leichen, um Platz für mehr Tote zu machen. Das beantwortet dann wohl die Frage, wie man einen Friedhof noch gruseliger macht. Du stapelst 10 Tote übereinander und zertrümmerst dann willkürlich die Gräber. Ziemlich unheimlich. Lasst uns Nummer 9 betrachten. Das ist der Selbstmordwald in Japan. Zwar relativ bekannt, aber darf natürlich in dieser Liste nicht fehlen. Am Fuß von Mount Fuji in Japan liegt ein ausgedehnter Wald, der Aokigahara heißt, besser bekannt als der Selbstmordwald. Es ist Japans beliebtester Ort, um Selbstmord zu begehen. Manchmal entdecken die monatlichen Patrouillen und die jährlichen Leichenjagden der Polizei über 100 Leichen. Diejenigen, die von ihrem Vorhaben, Selbstmord zu begehen, absehen, erzählen Geschichten, dass sie das Gefühl hatten, dass sie von übernatürlichen Kräften zu diesem Wald gelenkt wurden. Ortsansässige schrieben dies den alten Geschichten von Dämonen und Geistern, die den Wald bewohnen sollen, zu. Von diesen bösen Geistern sagt man, dass sie verlorene Seelen rufen, damit diese sich ihnen für immer im Selbstmordwald anschließen. Nummer 8. Der Jacobs Well Brunnen in Texas, der nur 3,60 Meter breit ist und wie ein harmloser Teich aussieht. Aber wenn man darin schwimmt, muss man über 40 Meter tief schwimmen. Das ist etwa so hoch wie ein 11-stöckiges Gebäude. Dieses anscheinend bodenlose Loch hat im Laufe der Jahre viele Taucher angelockt, die von der Herausforderung herauszufinden, wo dieses unheimliche Loch eigentlich hinführt, angelockt wurden. Einer lokalen Legende zufolge muss ein Taucher für einen Teil des Lochs seinen Sauerstofftank ablegen, um durch einen engen Spalt zu passen, wo die Strömung sie dann vom Ausgang wegreißt. Insgesamt 8 Taucher sind beim Versuch gestorben, Jacobs Well zu erkunden, und sie werden wahrscheinlich nicht die letzten sein. Kommen wir jetzt zu Nummer 7, und das ist die Overton-Brücke in Schottland. Die Overton-Brücke ist über 120 Jahre alt und befindet sich über einem Wasserfall und war damit auch der Ort von vielen Selbstmorden. Aber keine menschlichen Selbstmorde. Kein einziger Mensch ist dort gestorben, aber seit den 1950ern sind hunderte und hunderte Hunde angeblich von der Brücke in ihren Tod gesprungen. Dies ist ein vollkommen unerklärtes Phänomen. Die einzige Verbindung zwischen den Hunden ist, dass sie alle bei klarem Wetter gesprungen sind und dass es alles Rassen mit langen Schnauzen waren. Heute steht der Zähler bei 600 Hunden. Sie haben sogar ein Schild aufgestellt mit der Aufschrift: Gefährliche Brücke, halten Sie Ihren Hund an der Leine. Etwas Unheimliches geht da vor sich. Was ist eure Theorie dazu? Nummer 6. Die Knochenkapelle. Alle Kirchen sind an einem gewissen Punkt unheimlich. Aber diese sticht allen die Krone aus. Capella dos Ossos oder die Knochenkapelle ist eine Kapelle aus dem 16. Jahrhundert, deren Innenseite ganz und gar mit menschlichen Knochen ausgestattet ist. Es handelt sich dabei um die Knochen von mehr als 5000 Mönchen. Offenbar hatte die portugiesische Stadt im 16. Jahrhundert 43 Friedhöfe, die zu viel Platz einnahmen, also hat man, um Platz zu schaffen, die Überreste der 5000 Mönche ausgegraben und hat mit ihnen vorsichtig die Mauern der Kapelle bedeckt. Das Ziel war es, einen religiösen Raum zu erschaffen, der jemanden, der einen Tag permanent an den Tod erinnern sollte und ihn hoffentlich vom Materialismus fernhalten würde. Machen wir weiter mit Nummer 5, und das ist der Hoia Baciu-Wald. Dieser Wald in Rumänien wird von den Ortsansässigen wegen der großen Anzahl paranormaler Aktivitäten, die im Laufe der Jahre dort gemeldet wurden, auch Rumäniens Bermuda-Dreieck genannt. Diese reichen von Geistern bis hin zu UFOs und Besuchern, die ein tiefes Gefühl von Unruhe meldeten, wenn sie zwischen den Bäumen liefen und auch das Gefühl hatten, beobachtet zu werden. Der Wald wurde aber erst in den 1960er Jahren wirklich bekannt, als der Biologe Alexandru Sift Fotos machte, auf denen seltsame scheibenförmige Objekte zu sehen waren, die über den Bäumen schwebten. Die furchterregende Geschichte scheint sich ganz auf einen Punkt im Wald zu konzentrieren. Ein Kreis, wo gar keine Bäume stehen.
Theoretiker glauben, dass dies das Tor in eine andere Dimension ist. Nummer 4. Am 26. April 1986 hatte der nukleare Reaktor Tschernobyl einen versehentlichen Meltdown, der das ganze Land in einem Umkreis von 30 Kilometern verstrahlen würde. Die Regierung evakuierte über 350.000 Menschen und einige Orte wie Prypjat wurden als zu gefährlich eingestuft, als dass irgendjemand zurückkehren könnte. Das Resultat ist eine unheimliche Geisterstadt, in der die Zeit stillsteht und die noch genauso ist wie vor 30 Jahren. Selbst der Freizeitpark, welcher am Tag vor dem Unfall eröffnet wurde, ist einfach nur trostlos. Einigen Einschätzungen nach können Menschen die nächsten 600 Jahre nicht mehr sicher dort leben. Kommen wir zu Nummer 3. Ich will euch die hängenden Särge zeigen. Mitglieder des Agua-Stammes in den Philippinen begraben schon seit über 2000 Jahren ihre Toten in Särgen, die an der Seite einer Klippe befestigt sind. Es wird von einer Person erwartet, dass sie ihren eigenen Sarg schnitzt. Wenn sie dann stirbt, binden ihre Verwandten diese dann zusammen mit den anderen an die Seite der Klippe. Ihr Glaube lehrt sie, dass sie auf diese Weise ihren Ahnen näher sein werden und so einfacher Zutritt zum Himmel bekommen. Aber es gibt auch einen praktischeren Grund für dies. Es hält Tiere und Grabräuber davon ab, die Gräber zu schänden. Weiter zu Nummer 2. In den 1950ern zog sich ein mexikanischer Mann namens Julian Santana Barrera in die bewaldeten Gebiete am Rande von Mexico City zurück, um sein Leben als Einsiedler auszuleben. Dort entdeckte er die Leiche eines jungen Mädchens und eine Puppe, die im Kanal neben ihr trieb. Er hängte die Puppe in einen Baum als Zeichen des Respekts vor der Verstorbenen. Aber nachdem er Schreie in der Nacht gehört hatte, war er davon überzeugt, dass das Mädchen die Puppe besessen hatte. Daraufhin begann Julian, mehr Puppen aufzuhängen, um die Seele des Mädchens zu besänftigen. Er starb 2001, aber Touristen aus aller Welt besuchen den Ort, um die Tradition, Puppen aufzuhängen und somit einen der gruseligsten Orte der Welt zu erschaffen. Einige der Besucher behaupten sogar, dass sie die Stimmen der Puppen hören können, wie sie ihnen zuflüstern. Kommen wir zuletzt zu der Nummer 1, die Katakomben von Paris. Paris kennt man als die Lichterstadt, die Stadt der Liebe oder auch für das Leben und das Essen. Aber unter ihren gepflasterten Straßen gibt es ein unheimliches Tunnelnetzwerk, von dem viele gar nicht wissen, dass es existiert. Die Katakomben sind ein riesiger Friedhof, mit Tunneln, die sich über weite Teile Paris strecken. Es liegen dort schätzungsweise 6 Millionen Gebeine von Pariser Einwohnern, die dort bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelagert wurden. Es gibt dort mittlerweile sogar eine versteckte Untergrundkultur. Verschiedene Gruppen, die dort illegale Konzerte, Partys oder auch Rituale feiern. Außerdem gibt es diverse Forschungsteams, die versuchen, mehr von den Anlagen zu erforschen. Denn bis heute ist der größte Teil des Netzwerks kaum bis gar nicht erforscht. Es gibt auch keine Aufzeichnungen. Daher sind die Forschungstätigkeiten auch so riskant. Das war's für heute. Kleine Frage an euch: Wenn ihr euch entscheiden müsstet, einen dieser 10 Orte zu besuchen, welchen würdet ihr nehmen und warum? Mal schauen, welcher Ort der Gewinner wird. Vielleicht machen wir einen Gruppenausflug. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, und folgt mir auf Instagram. Ich heiße dort MultiCreepyPasta. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.